Hallo und herzlich willkommen zum Dokumi-Helfer-Vlog. Das allererste von meinem Kanal. So, wir zeigen heute mal die Dokumi. So, ich gebe mal die Kamera weiter. So, danke. So, sieht man mich gut? So, dann kommt mal mit, Leute. Was, so sagt man. Wie ihr seht, ist überall sehr viele Stände. Auf jeden Fall nicht wirklich klein ist die diesmal. Heute soll die wirklich die größte überhaupt sein. Sogar einen Raum mehr, wenn ich mich nicht täusche. So, eben. Wie es aussieht, haben wir auch insgesamt schon die Tickets vorher. Banditen. Stadt Nummer 1. Obwohl, ich muss vielleicht wirklich schon mal einfügen, weil ich so weit weg bin. Halt dann nur bei 1. Nicht weniger auf jeden Fall. Und ich hoffe, mich hört man. Das wird man ja später sehen. Also, entweder hört ihr es oder nicht. Auf jeden Fall könnt ihr unterwegs bewerten. Wir werden vielleicht ein bisschen zugucken. Ja, weiter geht's. Ich glaube, auf jeden Fall Leute, welche ich die gute Treibung auf jeden Fall. Das erwartet euch alles bei der Dokumi. Und es ist noch immer noch so eine verdammte Wärme. So, weiter geht's auf jeden Fall. Hier sieht das Ganze einen Tag vorher. Freitagabend. Ja, das Ganze noch. Boxen, die neu sind. Da sind auch viele Boxen hier, wie ihr seht. Und wir haben hier. Und wir von mangelnden Bären und weit das Auge reicht. Da sind wir noch kurz hier angelangt. Erstmal noch mal einmal kurz komplett drüber. So, da geht mal diese Person. Auf jeden Fall hat es die zweite Person sehr gut gemacht. So, gehen wir mal weiter. Dann hört ihr mich auch am besten. Weil ich glaube, ihr wollt mich nicht unbedingt so sehr sehen. Deswegen mal ungefähr alles mal zeigen. Immer mehr und mehr. Auf jeden Fall, das erwartet ihr alles morgen und übermorgen auf der Dokumi. Das ist der Dokumi-Helfer-Vlog. Vielleicht werde ich jetzt in zwei Teilen hauen oder auch in einen. Mal schauen. Auf
jeden Fall seht ihr heute von mir die Geschäfte, die ungefähr da sind, halt die Verkaufsstände. Jedenfalls richtig fieber. Und ihr könnt mich morgen als Helfer irgendwo sehen. Wo ist die andere Frage? Das ist die Frage. Kurz ich dir mein Bein. Auf jeden Fall, Anime-Sachen müsste das Auge reichen. Oh, Kaffee sogar. Super. Und ich werde auch ein bisschen hier Musik einspielen, vielleicht wo man mich mal hört, ein bisschen leiser, ja. So, das ist zumindest der erste Teil. Jetzt kommen wir zur nächsten Halle. Bis gleich. Hier sind wir aber in der nächsten Halle. Eben war das die Halle 16 oder 15 und wir sind jetzt bei der 14er Halle, Leute. Hier sieht's. Wollte jemand in die Kamera laufen und sonstiges. Hier seht ihr die normalen Stände und hinten die Fanfiction-Stände und sonstiges. Hier ist auch der eine Eingang. Ja, ihr seht Halle 16, nein. Da, wo ihr die Hallen findet und Informationsstände und so weiter. Wir sehen uns dann in die nächste Halle. Wusch. Hier seht ihr jetzt noch coole Autos, die hier noch rumstehen bei der Dokumi und die Nintendo. Morgen schauen wir uns alles genauer an und habt ihr sogar ein Interview. Und wir sehen uns in der nächsten Halle. Wir gehen mal näher auch an die Autos so ein bisschen. Die sehen ja ziemlich cool aus, muss ich wirklich zugeben. Wow. Die sehen wirklich krass aus. Krass. Nicht schlecht auf jeden Fall. Hier hinten seht ihr auch noch die Stände. Stände. Und hier Highschool XDX. Oder DXD. Das sieht wirklich mein Favorit. Das Auto sieht wirklich geil aus. Geiler Anime-Auto auf jeden Fall. Und dieses Giftgrüne sieht auch einfach Hammer aus. Und wie gesagt, hier der Nintendo-Stand. Auf den könnt ihr euch auf morgen freuen, werde ich mich Decathlon kümmern.